Dann geht's weiter mit Nadja. Nadja ist 27. Hallo Nadja. Hallo. Hallo. Nadja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, meine Kinder wurden mir weggenommen vom Jugendamt heute. Heute? Ja. Wie viele Kinder? Zwei. Wie alt? Zwei und vier. Die wurden dir heute vom Jugendamt weggenommen. Ja. Warum? Also, ich habe Sozialphobie, also ich getraue mich nicht mehr raus oder selten. Schon lange? Nee, eigentlich seit Juli Ach so. letzten Jahres. Ich habe mich von meinem Ex-Mann, also er hat sich getrennt von mir. Er ist schwer psychisch krank. Er hat mir, also er leidet unter Borderline und hat mir eine Lügengeschichte aufgetischt. Also ich wusste damals aber nicht, dass es eine Lügengeschichte ist. Also die Trennung zu dem, somit kam es zur Trennung von dem Lebenspartner. Ja, also es war schon länger nicht mehr ganz rosig, halt auch durch seine Krankheit. Warum aber, abgesehen von der Sozialphobie, die natürlich sehr schwergewichtig ist, klar, hat man dir beide Kinder weggenommen? Meine Nachbarn haben mich angeschwärzt beim Jugendamt, dass ich die Kinder verwahrlosen lassen würde. Hast du sie Nein, verwahrlost? also ich habe, natürlich konnte ich mich nicht mehr so um sie kümmern, wie sie es eigentlich verdient hätten, aber ich habe sie nicht verwahrlosen lassen. Sozialphobie heißt, wie du es gerade sagtest, dass man in der Wohnung bleibt. Ja. Konntest du gar nicht, kannst du gar nicht mehr rausgehen oder noch sehr? Doch, doch, ich kann noch, wie gesagt, ich konnte noch einkaufen gehen, aber ich habe auch, im Moment recht viel finanzielle Probleme. Ich konnte dann meinem Sohn auch keine Hausschuhe und nicht mehr die Sachen fürs Frühstück, also im Kindergarten fürs Frühstück kaufen. Und Das hat der Kindergarten dann auch ja, registriert, mitbekommen. ich habe ihn dann auch eine längere Zeit nicht mehr in den Kindergarten gebracht. Ja. Bin auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Das ist ja schon sehr schwerwiegend, wenn ein Jugendamt einer Mutter beide Kinder wegnimmt. Ja. Das ist ja schon. Wie lief das ab heute? Ja, er kam rein und meinte, dass er jetzt die Kinder mitnehmen wird. Und er möchte das halt ohne Gericht machen. Also nicht, dass ich das Sorgerecht verliere, dass ich halt mir helfen lassen kann. Also ich habe aber auch noch nichts unterschrieben. Also, er möchte, dass du das Sorgerecht behältst. Ja. Und er will dir die Chance geben, habe ich das richtig verstanden, dass du dir helfen Ja. lässt. Was meint er konkret damit? Mitteilt, dass ich in eine Klinik gehe. Ja. Und das heißt, das wäre dann eine vorübergehende Maßnahme. Ja. Die Kinder sind jetzt irgendwo in einem Heim. Nee, die sind bei Pflegefamilien aber getrennt. Ach so, wie haben die Kinder denn reagiert? Vor allen Dingen der Ältere, als er heute dann noch weg musste. Ja, hat immer gesagt, Mama, du brauchst nicht weinen. Er hat nicht geweint. Nee, ich glaube, er hat das aber auch gar nicht so Verstanden, was da. realisiert, was da abgeht. Ich habe ihm halt erklärt, dass er jetzt woanders halt mal übernachten wird. Wie ist denn jetzt die Perspektive? Wie lange voraussichtlich sind sie denn zunächst weggenommen worden, die Kinder? Ich muss morgen früh noch mal zum Jugendamt und dann wird alles schriftlich geklärt. Ja. Hat man dir denn irgendwas gesagt schon? Also erstmal für ein halbes Jahr oder für ein paar Monate nur? Nee, haben sie gar nichts gesagt. Aber die Bedingung ist klar, du musst dir helfen lassen. Ja. Und wenn das passiert ist und du wieder einigermaßen fit bist, dann können die Kinder zu dir zurück. Ja. Möchtest du dir helfen lassen? Auf jeden Fall. Ja. Weil ich möchte auch, ich liebe ja meine Kinder. Es ist ja nicht so, dass ich meine Kinder nicht lieben würde. Und ich habe auch, das Schlimme ist, ich habe vor einem halben Jahr schon beim Jugendamt angefragt, ob ich vielleicht eine Familienhilfe zur Seite bekomme. Weil ich habe auch keine Angehörigen hier und mein Ex-Mann kümmert sich nicht um die Kinder.
dass ich halt eine Therapie machen könnte. Und wie haben die darauf reagiert, hast du das gesagt? Die haben abgelehnt. Sie meinten, dass, also der vom Jungen meinte zu mir knallhart, ja, ich hätte mir das so ausgesucht, ich wollte die zwei Kinder und jetzt muss ich zusehen. Mhm. Das waren seine Worte. Hast du denn schon etwas eingefädelt in Richtung Therapie? Ja, ich habe heute ein bisschen rumtelefoniert. Also. Aber erst heute? Ja, ich habe vorher schon Therapie gemacht. Halt eine ambulante. Hast du die denn zu Ende gemacht? Nein. Wie oft warst du da? Ich war da, ich habe nach der Kleinen eine schwere postpartale Depression gehabt. Ich war da circa ein Jahr. Also du bist seelisch schon ziemlich angeschlagen, ne? Ja, mir ging es aber danach auch relativ gut, bis halt zur Trennung. Hat diese Trennung, diese Sozialphobie auch ausgelöst? Ja. Vorher war diesbezüglich gar nichts zu bemerken? Ja, halt, als ich die postpartale Depression hatte, da hatte ich schon ein bisschen Mühe, aber ich habe das dann innerhalb von einem Jahr halt mit Medikamenten und mit der Gesprächstherapie eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Kann das sein, dass die seelische Erkrankung deines Partners dich auch mit in ein seelisches Tief oder eine Erkrankung gezogen hat? Ja. Warst du vorher eigentlich seelisch fit und Also ich muss dazu sagen, ich habe vorher meine Mama lange betreut. Die hatte die manische Depression. Die hat sich dann zum Ende hin umgebracht. Naja, also familiär vorbelastet. Ja. Mhm. Und danach halt mein Ex-Mann, der halt auch, ich habe halt immer versucht, ihm zu helfen. Aber da hattest du gar nicht die Kraft zu. Nee, vor allem nachdem halt auch die beiden Kinder da waren. Und ich habe einfach zum Schluss hin auch gar keine Kraft mehr gehabt für ihn. Und ich hab das auch in der Therapie eigentlich relativ gut gelernt, dass ich halt das von mir abwende. Ja. Und ich habe dann ihm halt auch nicht mehr, also ich habe ihn dann auch nicht mehr betüdelt und danach ist er dann halt gegangen. Hast du Kontakt heute mit ihm? Ja. Oft? Er hat mir die Tage halt noch geschrieben, dass das alles eine Lügengeschichte war, die er mir aufgetischt hat. Also das ist letztendlich ein schlimmer Kontakt, den du hast, der immer wieder dir wehtut. Ich habe ihn ja damals eigentlich sehr geliebt. Er ist mir fremdgegangen auch noch, zu Hause in der Wohnung. Und mit der neuen Partnerin lebt er jetzt auch wieder zusammen. Ach, es gibt eine neue Partnerin. Ja. Also, ich sag mal einfach mal so spontan, ich glaube, der Kontakt tut ja nicht gut. Ja, aber ich muss ja wegen den Kindern, die lieben ja ihren Papa auch. Natürlich. Aber nun sind die Kinder erstmal in einer Pflegefamilie. Ja. In Pflegefamilien, wie du gesagt hast. Ja. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt heute, einige Stunden erst, nachdem man dir die Kinder weggenommen hat? Also, mir kommt es alles vor wie ein schlechter Film. Hast du es noch gar nicht so richtig realisiert? Na doch, also wenn ich durch die Wohnung laufe, schon. Ja, ja. Aber weißt du, Nadja, es ist ja noch nicht eine endgültige Katastrophe. Es besteht ja eine große Chance, dass alles gut wird. Ja. Und es liegt sehr in deiner Macht und in deiner und an deiner Initiative, ob es wieder gut wird. Ja. Das ist ja eine, wenn man aus Vorsorge und Fürsorge die Kinder erstmal weggenommen hat, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Das siehst du vielleicht ein bisschen anders, aber. Nein, im Grunde genommen ist es schon. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Mhm. Aber für mich ist halt, was für mich das halt auch noch erschwerend macht, ist, dass ich wirklich schon oft beim Jugendamt war und um Hilfe gefragt habe. Ja. Und es einfach nicht gewilligt worden. Das ist schlimm, da gebe ich dir recht. Bis halt das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also ja. Das ist für mich, was mir im Moment halt auch den Glauben an das Jugendamt wegnimmt. Ja, das und ich habe panische Angst auch, dass die jetzt mir einen Strick draus drehen.
Ja, also es hilft jetzt gar nichts, da Vorwürfe zu machen. Vielleicht hast du recht. Es kann sein, dass man da nicht ordentlich und frühzeitig gehandelt hat, aber nun ist es so, wie es ist. Jetzt liegt es an dir. Du hast schon die Fäden in der Hand. Wenn du jetzt die Auflagen erfüllst, die man dir gemacht hat, das heißt, dass du eine gezielte, therapeutisch-professionelle Behandlung bekommst und du einigermaßen wieder fit bist, ist es natürlich im Sinne von allen, es ist für dich gut, für dein Leben und natürlich dann auch für die Kinder und dann kriegst du die Kinder weg. Das heißt, alles muss dran gesetzt werden, dass du jetzt sehr schnell in eine gute Behandlung kommst. Ja. Da bist du auch wirklich entschlossen, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Möchte also ich wollte ja schon länger mir helfen lassen. Aber vielleicht, vielleicht ist das jetzt nochmal der endgültige, traurige Anstoß, ist sehr schnell jetzt auch anzugehen. Ja. Also ich möchte dich nochmal wirklich noch intensiv dazu ermutigen, das zu machen. Aber das, glaube ich, weißt du auch selbst, wie wichtig das ist für alle weiteren Geschehnisse. Ja. Würde gerne dir auch noch eine Beratung anbieten von meiner Psychologin. Ja, gerne. Was genau du da anpeilen solltest? Das ist ja schon etwas komplexer bei dir. Ja, genau. Gut, Nadja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei allem, was jetzt vor dir ist. Vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss.